Hallo an alle, herzlich willkommen zum Hands-on-Video der P2 Summer Attack LE und auch der P2 Netini LE, wo ich jetzt nur eine Sache mitgenommen habe, die mit Duty überhaupt nichts zu tun hat, aber na gut, ich pack's einfach mal in das Video mit rein, weil ein eigenständiges Video lohnt sich da nicht so wirklich. Ja, ihr seht die Produkte, die ich habe, aber bevor es jetzt losgeht, mache ich noch eine kleine Ankündigung. Und zwar habe ich morgen am Samstag, dem 9. März vor, mal wieder ein Hangout zu machen. Und zwar abends 19 Uhr und ich kündige es heute mal einen Tag vorher an, in der Hoffnung, dass dann vielleicht auch ein paar mehr Leute dabei sein können, weil ein paar mehr Leute das mitbekommen. Ja, und ich würde mich freuen, euch dann zu sehen. Ihr müsst dann einfach so 19 Uhr rum auf die YouTube-Seite kommen, auf die Startseite. Da wird das eigentlich angezeigt, dass da gerade ein Hangout von mir läuft. Ja, und dann, also für alle, die noch nie mit dabei waren, das ist eigentlich relativ unkompliziert, da könnt ihr dann draufklicken und kommentieren und seht dann mich so die ganze Zeit labern. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann muss ich noch eine kleine Entschuldigung machen. Und zwar habe ich es nicht geschafft, meine Nägel frisch zu manikieren. Manikürieren? Nein. Ihnen eine Maniküre zu verpassen. Und ja, wir sind aber gestern Abend und heute, also beim Einkaufen, zwei Nägel abgesplittert. Ich hoffe, ich halte es nicht so lange in die Kamera, aber bitte verzeiht es mir, falls ihr es im Video seht. Ich habe es jetzt aber nicht vor dem Video noch frisch gemacht, weil ich habe hier noch die Swatches aus dem Laden drauf, von den Produkten, die ich nicht gekauft habe. Und die möchte ich euch noch zeigen. Eine Maniküre hätte die leider unweigerlich entfernt, weil ich mir immer nach dem Nägel lackieren, also die Hände wasche, einfach damit der Nagellackentferner weg ist. Und deswegen, ja, heute nicht. Und für alle, die es interessiert, welchen Lack ich hier trage, das ist von den neuen P2 Volume Gloss Lacken die Farbe Business Lady. Genau. Und ich muss sagen, ich bin relativ begeistert von denen. Also bis auf die beiden Absplitterer, die jetzt aber mehr mit meiner Dummheit zu tun haben, weil ich mich ein bisschen dumm angestellt habe, als jetzt mit dem Lack, habe ich nur ein bisschen Tipwear und ich trage ihn jetzt seit Samstag. Ja, Samstag oder Sonntag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall fast eine ganze Woche und bis auf das bisschen Tipwear kann ich mich nicht beklagen. Wirklich toll. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Kommen wir jetzt endlich mal zu den LE-Produkten. Fangen wir mal mit der Netini an, weil es so diese eine Sache ist. Und zwar, die habe ich gesichtet und wie ihr schon im Web-Preview-Video gemerkt habt, hat mich da eigentlich nur diese eine Sache interessiert. Das sind nämlich die Fancy Summer Style Glass Markers. Und ja, ich habe schon solche mit kleinen Geistern, die jetzt irgendwo da hinten in der Küche sind. Ich hätte sie einfach mal holen können und zeigen, aber na gut. Und die finde ich fast nur ein bisschen schöner und die waren, glaube ich, auch ein bisschen teurer. Und deswegen, die fallen halt auch mal ein bisschen ab. Ich denke auch, dass die ein bisschen abfallen werden. Am besten ist es, ihr haucht die an so leicht und klebt die dann erst an das Glas. Dann halten die länger, also oder macht sie kurz feucht und klebt sie dann an. Das ist noch viel besser, sonst kann es sein, die fallen euch runter und dann liegen die irgendwo verstreut und dann sind sie weg. Und weil mir das einfach immer so leid tut, habe ich jetzt mal die für 2,85 €, glaube ich, haben die gekostet. Genau, 2,85 € mitgenommen und wenn die dann mal weg sind, dann ist es jetzt auch nicht so wild, weil sie nur 2,85 € gekostet haben. Ja, aber kann ich euch empfehlen, für jede Party toll, man weiß immer noch, welches Glas man hat und es ist immer eine süße Idee, immer wenn man es Leuten zeigt, die es noch nicht kennen, also, oh, wie süß, wo hast du das denn her? Und dann kann ich sagen, ja, gibt es leider nicht mehr. Aber, nee, aber kommt immer gut an auf Partys und ist auch wirklich einfach praktisch. Also das ist wirklich was ich aus der LE empfehlen kann. Ansonsten, das, was ich im Web-Preview-Video schon gesagt habe, die Lacke waren jetzt so, ja, die waren halt so knallig, aber kitschig, beziehungsweise mir hat immer einer aus dem Set gefallen und der andere nicht. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, lässt es stehen. Und viele Sachen waren halt aus dem Standardsortiment. Also die ganzen Pflegesachen, Nagelpflegesachen waren eigentlich aus dem Standardsortiment. Insofern, tja, bei der Netini nur das für mich. Da waren aber auch echt viele Packungen da. Also ich glaube 6 Stück oder so. Also richtig viele. Da kann es sein, dass ihr Glück habt und die auch noch mit erwischt. So, und jetzt kommen wir endlich mal zu Summer Attack, die ich dann heute auch gesichtet habe. Und diese 4 Sachen durften mit. Ich würde ja sagen erstmal, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass nicht mehr viel dazu kommt. Das Einzige, was mich echt noch interessieren würde, wäre der große Bronzer. Also dieser ganz, ganz große. Weil der an der Seite doch relativ, na, nicht aschig, aber auch nicht orangelich wirkt. Ich weiß auch nicht, ich habe ja aber gerade auch den MUA-Bronzer, der auch sehr groß ist. Und ich werde, glaube ich, einfach mal mit dem MUA-Bronzer in den DM gehen und dann einfach Vergleichswatches machen und dann mich entscheiden, wenn der von P2 weniger orangelig ist, dann nehme ich den mit. Wenn der aber sich im selben Rahmen bewegt, beziehungsweise vielleicht orangelicher ist, dann darf er stehen bleiben. Halt nur die Ränder in der Mitte, den Glitzer muss ich mir nicht unbedingt in die Kontur geben. Ja, so, und jetzt kommen wir endlich mal zu den Produkten und ich muss auch gleich einen Unfall melden.
Ja, ich habe mir nicht eins der Blushes mitgenommen, und zwar das bräunlichere, dunklere. Ihr seht hier schon den Swatch. Es wirkt jetzt doch relativ orangelich, aber ihr wisst ja, meine Kamera springt immer ein bisschen sehr auf Orange an. Also die macht orangeliche Sachen immer ein bisschen orangelicher. Also ganz so orangelich ist es nicht. Es hat natürlich dieses wunderschöne Muster, aber es ist mir runtergefallen im Laden schon. Und ich dachte mir so, oh, nee, ist alles okay, ist nichts passiert, kannst du mitnehmen. Und dann habe ich es jetzt gerade eben rausgepackt und dann sehe ich, ah, die Brösel. Und es hat sich diese komplette Scheibe rausgelöst. Also der Blush im Ganzen, aber ohne Pfennig. Ich dachte mir so, ah, ist ja auch nicht wild, dann kannst du es halt immer so deinen gepotteten Blushes packen. Aber nein, es war der Blush, der aus dem Pfännchen rausgelöst ist. Ich konnte ihn aber wieder reindrücken. Er hält jetzt wieder. Sieht halt nicht mehr so schön aus und man sollte jetzt ihn, glaube ich, auch nicht mehr transportieren. Das heißt, jetzt auf Reisen kann ich ihn nicht mehr mitnehmen, aber so geht's erstmal wieder. Und ich werde jetzt das Muster leicht zerstören, obwohl es geht. Also die Markierung, also es ist relativ tief reingeprägt, deswegen geht's so. Ich mache einfach den Swatch nochmal über den Swatch drüber, den ich schon habe, der ein bisschen verblichen ist. Und wie gesagt, denkt euch ein bisschen weniger Orange, ein ganz kleines bisschen weniger. Und dann habt ihr ein richtig, also ich finde, es ist ein wunderschönes, natürliches Blush für meinen Hautton. Also alles, was so leicht bräunlich, orangelich ist und nicht zu orange, ist bei mir, sieht super natürlich aus. Damit kann ich einfach ein bisschen Frische zaubern, ohne dass man denkt, dass ich überhaupt was drauf habe. Und das erwarte ich mir von diesem Blush. Und deswegen habe ich mir auch mitgenommen und finde es echt wunderbar. Bisher habe ich immer das aus der Nymphelia von Catrice benutzt. Aber ich konnte nicht widerstehen, die Farbe hier war so schön. Ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr, also wenn es vielleicht doch ein bisschen frischer noch sein könnte. Beziehungsweise das eher auf gebräunter Haut und das Nymphelia-Blush würde vielleicht bei gebräunter Haut ein bisschen untergehen. Deswegen schon für den Sommer. Das ist die 020 Sunset Twinkle und es sind 6 Gramm enthalten, 18 Monate haltbar nach dem Öffnen und bezahlt habe ich 3,25 €. Und ich bin ganz froh, dass ich es noch retten konnte. Ich werde natürlich noch froher, glücklicher, wenn es gar nicht kaputt gegangen wäre, aber na gut. Es hält ja wieder. Gut. Und daneben, er ist natürlich jetzt schon ein bisschen verblichen, weil ich ja auch durch die Stadt musste und Bus fahren und. Aber ihr seht, so diesen leichten, rosigen Schimmer, peachigen Schimmer, das ist das andere Blush, was es gab. Ich habe mir die Farbbezeichnung jetzt nicht gemerkt, wenn ich es jetzt einfach mal, ja, fokussieren würde. Das ist auch sehr hübsch, also wenn ihr so einen Farbton noch nicht habt, kann ich euch das empfehlen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich glaube, jeder auf der ganzen Welt hat schon so einen Farbton. Deswegen durfte es bei mir auch zu Hause bleiben, einfach so peachig, korallig. Es war nur ganz leicht korallig, es ist schon eher peachig. Aber ja, ich fand es sah dem, oh, wie heißt es denn? Apropos Apricot, glaube ich, aus dem Catrice Standardsortiment. Ich suche es gerade. Ah, hier. Von den Defining Blushes. Ja, Apropos Apricot, dem sah es doch relativ ähnlich und ich kann es ja mal daneben swatchen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair, weil das schon ein bisschen verblichen ist. Aber ja, vielleicht ist es noch ein bisschen dezenter, aber es geht in dieselbe Richtung. Also, wenn ihr euch für was interessiert, könnt ihr es euch mitnehmen. Mir war es aber zu ähnlich zu vielen Produkten, die ich schon habe. Deswegen durfte es nicht mit. Dann habe ich mir mitgenommen den Kabuki, ich lege es mal wieder hin. Den Kabuki, der hat gekostet 3,45 €. Und fällt jetzt auch schon gleich raus. Nein, also das ist, ihr habt ja an der Seite so eine Lasche und dann könnt ihr das hier reinmachen. So. Ich dachte eigentlich, der geht oben auf, aber nein, der geht an der Seite auf. Was ich eigentlich ganz nett finde, dass man den auch verpacken kann. Ich würde die wirklich aufheben und den Kabuki dann wahrscheinlich wieder reinpacken, einfach dass er nicht zustaubt. Natürlich, wenn man ihn jeden Tag benutzt, dann wieder raus und rein und raus und rein, dann könnte es nerven. Und oh, ich fasse ihn ja jetzt gerade zum ersten Mal an, weil es gab, warum soll es für einen Pinsel einen Tester geben? Es gab halt keinen Tester. Oh, er ist so weich. Oh, ist der weich. Er fühlt sich auch so ein bisschen, also hart im Sinne von, also guter Widerstand. Also man merkt, es sind synthetische Bürsten, aber sehr, sehr weich. Ja, also es fühlt sich halt an wie aus einem Guss. Es fühlt sich einfach ein bisschen unnatürlich an. Also man merkt, das ist ein Synthetikpinsel. Und von der Größe her, jetzt mal im Vergleich zu dem Lippenstift, er wirkt an sich doch relativ klein, aber er ist nicht ganz so spitz wie jetzt zum Beispiel der aus der Summer Attack, dieser Tulip. Deswegen zum Konturieren ist er, glaube ich, schon fast zu breit. Man kann ihn vielleicht so ein bisschen drücken. Also ich habe ihn mir ja mal geholt, um zu gucken, ob ich mit ihm gut konturieren könnte, weil das stelle ich mir doch ganz nett vor. Ja,
wenn er mir sehr, sehr gut gefällt, dann hört ihr davon auf jeden Fall was im Favoritenvideo für den Monat März. Vielleicht, oder ich mache noch mal eine extra Review zu. Aber ich bin da relativ gespannt. Ich werde ihn einmal waschen, ich werde ihn einmal ausprobieren. Ich habe noch keinen Bronzer drauf. Das bietet sich ja geradezu an. Als hätte ich es gewusst. Als hätte ich es gewusst, ja. Nee. Und ja, ich denke, da werdet ihr schon noch mal was hören von. Zur Not vielleicht auf Instagram. Dann noch zwei Produkte. Einen von den Nagellacken. Viele, viele frische, knallige Nagellacke gab es da und ich finde sie wirklich, wirklich spannend. Also die sind wirklich, wirklich interessant aus. Ich sag ganz schön oft wirklich, naja. Einfach so strahlend krass und ich glaube, hier mogelt die Kamera nicht viel dazu. Also das ist wirklich so ein krasses Orange-Rot, aber es ist noch rot, aber doch unglaublich orange mit ganz, ganz viel Schimmer, aber nicht so krass grob, sondern doch schon, also dezent auf keinen Fall, aber jetzt auch keine mega fetten Partikel. Und das ist die Farbe 040 Hot Berry. 8 Milliliter enthalten, 36 Monate haltbar nach dem Öffnen. Und gekostet hat der, lasst mich schauen, Nail Polish, 2,25. Ja. Und ich habe euch natürlich mal wieder einen Swatch gemacht, den ihr hier sehen könnt. Und ihr seht schon, das ist wirklich so ein absolut strahlender Nagellack. Also schon ein bisschen mutig, aber ich finde ihn, er ist heiß, er sieht aus wie Feuer. Also wow, also diesen Nagellack finde ich wunderschön. Der ist glamourös. Ich würde ihn, glaube ich, nicht unbedingt im Alltag tragen. Aber jetzt zum Beispiel zum kleinen Schwarzen abends mit roten Lippen, 60-Style und dann diesen Nagellack, das macht schon was her. Also, oder dafür ist er vielleicht ein bisschen zu unelegant. Also ich würde ihn, er hat was Elegantes, Glamouröses, aber ist auch irgendwie schon wieder so frech und knallig, dass er halt irgendwie auch nicht super klassisch ist. Auf jeden Fall was man in der Sammlung, also was, wo ich auch guten Gewissens zuschlagen konnte, weil sowas habe ich noch nicht in der Sammlung, sowas sieht man auch selten und deswegen, ich bin relativ verliebt. Die anderen Töne sind auch noch sehr, sehr interessant. Da lacht mich ja noch so ein bisschen der Grünton an, aber mal schauen, vielleicht bleibe ich stark, aber ich meine, die LE ist 5 Monate erhältlich. Ja, ich kenne mich, ich glaube, spätestens im 2. oder 3. Monat, wenn es sie da noch gibt, werde ich dann schwach. Naja, aber wirklich ein ganz, ganz toller Nagellack. Das ist jetzt übrigens auch nur eine Schicht, ne? Also das ist die erste Schicht. Wir können natürlich noch eine zweite auftragen, das habe ich ja ganz vergessen. Der Pinsel ist ja, Standard, nicht sehr breit, aber auch nicht mega dünn. So. Und jetzt kam, also mit nur einer Schicht war er noch so ein bisschen, hat er noch einen leichten Pinkstich im Grundton gehabt. Mit zwei Schichten wirkte er aber doch sehr, ja, sehr rot, sehr rötlich, sehr orange-rötlich. Und ich finde ihn wunderschön. Ja, das ist so gerade meine große Liebe aus dieser LE, dieser Nagellack. Ja, kann ich euch wirklich empfehlen. So. Kommen wir mal zu den Lippenstiften. Ich bin ja eigentlich kein Fan von deckenden P2-Lippenstiften. Ich mag ja die Sheer Glam Lipsticks unglaublich sehr. Ich habe mir auch schon Mona Lisas Lächeln geholt. Den fand ich wirklich, wirklich, also fand, den finde ich toll. Umso ernüchternder fand ich da hingegen wieder die 14 Hours Lip Designers oder so, diese Chubby Stick Tubes. Ich habe ihn auch gerade hier. Zeige ich euch nochmal, den fand ich ganz, ganz grässlich. Der hat sich in die Lippenfältchen gesetzt und also sah ganz furchtbar aus. Also bei P2 und Lippenprodukten ist es immer so ein bisschen wie Lottospiel. Man weiß vorher nicht, was man bekommt. Man muss es probieren. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man nicht Glück. Deswegen, ich bin gespannt auf diesen hier. Das ist die Farbe Heatwave, die 020. Und der ist 24 Monate haltbar nach dem Öffnen. Keine Grammangabe, aber puh, naja. Und gekostet hat der 2,95 und ihr seht hier schon den leichten Schein eines Swatches. Oh, da muss ich irgendeine Story erzählen. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich mir den mitnehmen soll. Erstens, weil P2, Lippenprodukte und ich, ist es immer so ein bisschen, mal gucken, ob es klappt. Ja, aber dann habe ich ihn halt einfach geswatcht, habe ihn genommen und geswatcht. Und es ist normal so, dass die Tester in der ersten Reihe stehen. Bei den Bronzern ist das so, bei den, was denn noch so? Also bei fast allen Produkten, außer jetzt den Blushes und den Lidschatten, da waren unten drunter die Pfännchen angebracht. Und auch bei den Lippenstiften. Bei den Lippenstiften waren auch unten die Tester drin. Aber ich sehe das mal wieder natürlich nicht. Greife einfach in die erste Reihe und denke mir so, okay, das Test, also ich habe eigentlich gar nicht wirklich nachgedacht. Hab den dann so geswatcht, dachte mir so, oha,
Das ist aber mal eine krasse Farbe. Da muss man schon ganz schön mutig sein. Also ein bisschen weniger orange könnt ihr euch denken, aber er ist immer noch sehr rot-orange. Passt wunderbar zu diesem Nagellack. Also die beiden sind nicht sehr weit voneinander weg. Der ist sogar noch ein bisschen knalliger. Der ist einfach noch ein bisschen frischer, strahlender, aber ohne Schimmer. Also komplett schimmerfrei. Und dachte mir dann so, okay, ja, mal gucken, nimmst du ihn gleich mit oder du hast 5 Monate Zeit, du kannst auch eigentlich erst nochmal warten. Bis mir dann so auffällt, oh, der Tester war ja unten drunter. Oh, ich habe gerade ein vollwertiges Produkt geswatcht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du ihn einfach schon aus Anstand mit, damit da kein anderer Mensch sich ärgern muss, dass er das gerne kaufen möchte und dann ist es angedatscht. Also so hätte ich mir vielleicht gedacht, okay, warte ich nochmal kurz, aber nun habe ich ihn halt mitgenommen. Und ich trage ihn jetzt mal kurz auf, ich habe ihn noch nicht aufgetragen. Und Glück gehabt, würde ich sagen. Ja. Sehr deckend, sehr cremig. Rutscht aber nicht in die Fältchen. Da bin ich jetzt schon mal relativ begeistert, weil, wie gesagt, die silberne P2-Reihe, die Pure Color, glaube ich, ja, die Pure Color Lipsticks, mit denen komme ich nicht klar. Die sehen bei mir auf den Lippen nur so aufgesetzt auf. Die verbinden sich irgendwie nicht richtig mit den Lippen. Das sieht aus, als würde ich da was drauflegen, aber also würde ich einen hauchdünnen Sticker draufkleben oder so. Also die verbinden sich einfach nicht mit den Lippen, betonen jedes Fältchen. Und der hier verbindet sich aber relativ gut mit den Lippen. Fältchen betonen nicht mehr als andere. Und eine knallige Farbe, aber ganz toll. Erinnert mich ein bisschen an meinen Lush-Lippenstift, den ich habe. Och, Leute, es gibt so viele Vergleichsprodukte hier. Und zwar, das ist der Stärke. Genau. Und der kostet ja, wie ihr wisst, ein bisschen mehr. Und ich kann ihn mal daneben swatchen. Und die sind sich doch sehr ähnlich. Also der von P2 ist ein bisschen knalliger. Okay, also jetzt auf der Hand. Also ein bisschen dunkler ist der, aber sie sind definitiv in derselben Farbfamilie. Also der P2 ist heller, der von Lush ist dunkler, der von Lush ist natürlich von der Qualität her noch ein bisschen was anderes. Also der hält wirklich Stunden lang, ohne dass er irgendein Gefühl auf die Lippen hat. Also ihr merkt nicht, dass ihr ihn drauf habt, aber er kostet halt auch 18 Euro. Also, naja, also jetzt so im Vergleich ist schon ein Farbunterschied, aber wenn ihr die 18 Euro nicht für so einen schönen orange-roten Lippenstift ausgeben wollt, dann ist es vielleicht mal einen Blick wert. Beziehungsweise, das steht ja, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das nicht allen steht. Das ist, da muss man, glaube ich, schon ein spezieller Typ sein. Aber es gibt auf der anderen Seite auch noch knalliges Pink und ein knalliges Violettpink, was sehr, sehr bläulich durchschimmert. Und das ist wirklich, wirklich krass. Also das würde mir zum Beispiel überhaupt nicht stehen. Wenn euch das steht, herzlichen Glückwunsch. Also das ist, glaube ich, damit habt ihr die Blicke an dem Abend, an dem ihr das tragt, weil tagsüber würde ich das nicht tragen, definitiv auf eurer Seite. Ja, und so viel war es dann jetzt zu den P2 Summer Attack Produkten. Ich kann eigentlich auf den ersten Blick, ich habe sie jetzt nicht ausführlich getestet, aber auf den ersten Blick finde ich alle Produkte, die ich mir geholt habe, empfehlenswert. Gute Qualität. Kommen wir mal zu den Produkten, die ich mir nicht geholt habe. Das hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen, aber ich habe hier natürlich noch die Swatches. Und zwar die Lidschatten. Knallbunt und glitzerig. Ich muss nichts mehr dazu sagen, oder? Also das, ich wusste vorher, dass sie schon knallbunt sind. Auf der Pressemitteilung sah das halt sehr etwas Goldenes oder etwas eher Peachigeres aus. Aber nein, das ist ein Knallgelb und ein Knallorange und ein Knallgrün und ein Knalllila mit Glitzer drin. Also konnte ich guten Gewissens dran vorbeigehen. Ja, was hatten wir denn noch? Bronzing-Produkte. Oh ja, viele Bronzing-Produkte. Wir haben einmal diesen Liquid Bronzer, das seht ihr auch. Das ist Karotte Stufe 1. Also überhaupt nichts für mich, finde ich auch echt nicht wirklich gut. Und jetzt kommen wir mal zum Body Mist oder Body Spray, was man ja nur so mal ein bisschen aufsprühen soll, was aber auch Bronzer enthält. Und das ist Karotte Stufe 2. Also ich war da richtig, richtig schockiert. Ich habe mir das aufgesprüht und dachte mir, da ist vielleicht ein bisschen, ein kleiner Hauch Bronzer, aber das war eigentlich pure Farbe, die man sich aufgesprüht hat. Und ich habe es dann schnell verteilt, damit es ein bisschen regelmäßig aussieht. Ich hatte zum Glück meinen langen Mantel an und konnte ihn dann drüber machen. Aber, also das geht gar nicht. Das ist vielleicht gerade noch so verschmerzbar, wenn man schon braun ist und einfach noch so ein bisschen, ja, Glow schaffen möchte. Dann wirkt so eine Farbe ja vielleicht ganz gut. Aber das, nee. Das steht, glaube ich, keinem Menschen auf der ganzen Welt nicht. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Ganz orange. Kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Dann gab es ja diesen Stift zum auch Bronzen,
Da war aber auch Glitzer enthalten, das hat man auch voll gesehen, aber halt auch, ich glaube, es war silbriger Glitzer. Also es war ein Bronzer mit silbrigem Glitzer, wo ich mir denke so, bitte schön dieses Produktdesign, das passt doch überhaupt nicht. Also dafür kann ich auch überhaupt gar keine Empfehlung aussprechen. Ein Parfüm habe ich, glaube ich, nicht gerochen. Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen, aber Parfüm ist eh immer so eine individuelle Sache, da muss jeder mal selber dran schnuppern. Ja, die Lipglosse wirken sehr, sehr glitzerig in der Tube und waren für mich jetzt alles drei Farben, die jetzt nicht ganz so speziell sind. Vor allem haben sie mich auch sehr an die aus der letzten Summer Look erinnert. Plus, da waren sie halt mehr schimmernd, jetzt sind sie eher ein bisschen glitzeriger. Ja, also wenn ihr gerade unbedingt einen Lipgloss braucht und was Neues testen wollt, dann vielleicht. Aber ansonsten würde ich euch, glaube ich, eher ins Catrice-Regal verweisen. Da findet ihr vielleicht schon schönere Produkte als jetzt die Lipglosse. Und das war's dann, glaube ich, auch schon. Also so viel mehr gab's dann gar nicht mehr. Wie gesagt, den großen Bronzer könnte ich noch empfehlen. Will ich mir aber selber erst nochmal anschauen. Aber wie gesagt, wir haben 5 Monate Zeit, diese LE zu entdecken. Sie wird am Anfang natürlich noch regelmäßig aufgefüllt. Später dann nicht mehr so sehr. Also ich würde sagen, okay, die ersten 3 Monate wird sie aufgefüllt. Da kriegt ihr dann wahrscheinlich fast noch alles, außer vielleicht der Kapuki, der dann super gehypt ist und super schnell weg ist. Während ihr dann in den letzten 2 Monaten, dann ist halt das da, was noch da ist. Also war letztes Jahr auch so, da wurde ein bisschen weniger aufgefüllt, aber na gut. Ihr müsst euch nicht ganz, ganz so sehr beeilen, sondern ihr habt mehrmals die Chance, eure Sachen zu bekommen. Also dann, ich hoffe, das Video hat euch einen kleinen Einblick geliefert und konnte euch helfen. Das ist natürlich mal wieder ein riesenlanges Labervideo geworden, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch einen Kommentar, was ihr am spannendsten findet aus der Mission Summer Look LE oder, ach Quatsch, Summer Attack, ich bin noch im letzten Jahr, Entschuldigung, und was ihr euch unbedingt holen wollt. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Glück bei der Jagd und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Also dann, danke fürs Zuschauen. Tschüss!